das passiert, wenn der Typ dort rumtrötet hier unten, dann rasten alle aus. Ja gut, das nur so nebenbei. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Drakensang Online. Wir befinden uns auf dem Testserver. Ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt kurz erzählen werde, die wahrscheinlich schon mal erzählt habe, aber es erfolgreich vergessen habe. Deswegen nochmal das Ganze. Es gibt ein paar Änderungen bzw. ein paar Sachen, auf die wir uns tatsächlich auch freuen können. Wir fangen einfach mal ganz einfach an, indem ich mich hier vertippe. So, jetzt ist ganz wichtig, Mensch, du hast ja deine Waffe, meine Waffe hat 1123 Schaden, aber jetzt überlegt man sich natürlich zu Hause, man sitzt da und denkt, boah, habe ich jetzt 1123,1 oder 1123,3 und aber jetzt kannst du es sehen, tata, ich habe genau 1123,383, ja, frag mich einfach nicht. Frag mich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt so genau da ist. Ich meine, bei der Verzauberung unten macht es ja vielleicht Sinn, um zu wissen, gerade hier, ob man jetzt einen 9,0 Wert hat oder 9,4 Wert oder sowas. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Aber ob ich jetzt 1123,3 oder 1123,4 habe, mein Gott, das ist eigentlich sowas von egal. Auf jeden Fall, das haben sie jetzt natürlich ganz neu gemacht. Das ist wunderschön, das ist total wichtig. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall eine weitere Sache, die ich tatsächlich noch anteasern kann oder auch noch nicht zeigen kann, können wir einmal durchgehen. Genau, die PvE-Season, dazu hatte ich mich glaube ich schon mal geäußert. Ne, ich hatte mich auf die PvP-Season, dazu hatte ich mich schon geäußert. Auf jeden Fall zur PvE-Season, die jetzt auch seit heute auf dem Live-Server ist, wie du vielleicht schon gesehen hast. Muss ich sagen, ist deutlich, deutlich besser umgesetzt als die PvP-Season, weil das dauert Ewigkeiten. Wenn du bis zu 3,3 Millionen Punkte gespielt hast, dauert wirklich sehr, sehr lange. Aber wie gesagt, hier braucht man 6 Millionen Punkte und da zählt natürlich jeder einzelne Punkt. Das heißt, du machst ja pro Runde ungefähr um die 20.000 Punkte. Auf den höheren Modus, auf den niedrigen Modus machst du 12.000 bis 15.000 Punkte. Auch damit schafft man locker diese 6 Millionen Punkte in, ich glaube, auf dem Live-Server sind es auch 2 Monate. Ja, die Draken haben sie leider wieder zurückgesetzt. Was heißt leider? Ich meine, Gott, mein Gott, da gab es vorher, glaube ich, über 5000 Draken für. Und ja, das ist relativ einfach zu bekommen, ist schon okay. Eine schöne Sache sind die Klees, zweitens ein anderer Mann, und tatsächlich hier 2 Wochen lang Deluxe, was ziemlich geil ist. Wie gesagt, für 7 Tage ist es aktiv, das heißt, 7 Tage lang hat man Zeit, das zu aktivieren. Und hat man 2 Wochen lang Deluxe. Das ist quasi ein kostenloses Deluxe, was wirklich also als Belohnung für 6 Millionen Ruhmpunkte, das ist echt geil. Muss man sagen, das ist viel. Das ist tatsächlich sehr viel. Wie gesagt, so 3 Tage wäre auch schon gut gewesen, aber 2 Wochen ist Wahnsinn. Muss man nur so sagen. Auf jeden Fall eine weitere Sache, die hier noch ist, sind die helischen Spiele. Das hier. Das sind die helischen. Wo sind denn hier? Da sind die helischen Spiele. Genau, da wird es am Montag. Genau, heute ist Samstag, da wird es am Montag eine Entschädigung geben. Das heißt, jeder, der sich die letzten paar Tage eingeloggt hat, kriegt 1000 Fortschritt. Der bekommt, ich glaube, diesen Buff gab es und diese beiden Buffs gab es. Hier einmal 200%, einmal 50%. Wenn du mal guckst, das ist tatsächlich einmal der und einmal der. Das sind gute 6.500 Andermann. Warum gab es diese Entschädigung? Die gab es einfach aus dem Grunde, da es einen Fehler gab, wodurch man vorher diesen Buff aktiviert hat und dann hat er nicht gezählt. Das heißt, du hast, ich sage mal jetzt als Beispiel, 1000 Punkte gemacht, so wie hier. Du hattest aber im Inventar schon 2000 von diesen komischen Insignien, wo immer die jetzt hier zwischen sind. Ich habe davon hattest du aber schon 2000. Ist das jetzt auch gerade so? Ach nee, hier wurde es einfach nur einmal kurz zurückgesetzt. Aber das ist ja Tester, weil das ist auch nicht so schlimm. Ich wollte sagen, ich habe ja auch schon, hier im Inventar habe ich auch schon ein bisschen mehr, 1054, und hier habe ich nur 1000, aber das wurde einmal zurückgesetzt, das ist schon völlig okay. Ist halt nur der Testserver. Ja, wie gesagt, es gab halt einen Fehler, dass man den Buff aktiviert hat und hat einfach nicht gezählt. Er hat quasi die Punkte hier nicht dazu gerechnet. Deswegen war der Buff, ob du den hattest oder nicht hattest, war im Prinzip sinnlos. Aus dem Grunde haben sie diese Entschädigung gemacht, das passt mir ganz gut. Ich habe niemals einen Buff genommen, kriege jetzt einen Buff geschenkt und kriege noch 1000 Dinge dazu geschenkt. Ich bin gerade aktuell bei 15.500. Stand am 1.6. um 2 Uhr nachts. Ja, ich nehme gerade um 2 Uhr nachts auf, beste Zeit, kennst du ja. So,
Auf jeden Fall, darauf ist, wie gesagt, das wird eine gute Sache, freue mich drauf. Dann eine neue Sache und quasi was demnächst kommen wird und, oh, jetzt muss ich einmal kurz gucken, ich gucke einmal ganz kurz nach, wann das genau kommen wird. Das ist ein Big Game Hunt Event, also quasi das Großwildjagd-Event. Das haben sie auch schon gesagt, Events im Juni. Großwildjagd-Event beginnt am 10. Juni und geht bis zum 17. Juli. Das heißt, es geht 47, 3 Wochen lang. 4 Wochen lang. Fast 4 Wochen geht es. Obwohl, ziemlich genau, es geht genau 4 Wochen. So, und ich muss mal sagen, das kriegt man relativ schnell, also das kriegt man innerhalb von 2, 3 Tagen, kriegt man die tatsächlich fertig. Es geht aber 4 Wochen lang. Wie gesagt, man muss das wieder so spielen wie beim letzten Mal, kriegt einen ganzen Buff und so weiter und so fort. Ja, was kann man alles so Schönes gewinnen? Das gehen wir auch einmal kurz durch. Und zwar, es gibt jetzt wieder den Mortis-Drachen zu gewinnen, zusammen mit dem Knochenkostüm und dem komischen Drachen, der um einen herumschwebt. Also der Drache ist... ja, ich weiß genau, der hier, der um einen herumschwebt, der sieht ziemlich cool aus. Joa, kann man machen, muss man aber nicht, wie gesagt. Auf jeden Fall. Wie kann man das Ganze gewinnen? Man muss einfach hier nur Fortschritt machen und jeder Fortschritt, den man macht, gilt als ein Ticket. Das heißt, wenn du 1,8 Millionen Fortschritte gemacht hast, hast du 1,8 Millionen Tickets. Wenn du halt noch danach noch weiterspielst, hast du halt mehr Tickets. Wie auch immer du das möchtest. Du kannst ja noch mit anderen Freunden das auch nochmal durchspielen, hast halt mehr Tickets. Und dann wird halt einfach per Zufall ausgelost. Wie gesagt, je mehr Tickets man hat, desto mehr ist halt die Chance, das zu gewinnen. Das ist schon mal sehr schön. Dann kann ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so klappen wird. Ich habe tatsächlich mit Jesse auch schon mal gesprochen, dass ich hier einen Livestream machen werde, wo ich vielleicht nur mal das ein oder andere verlosen darf. Das steht aber noch außer Stern. Das ist noch nicht fest, aber wenn das fest ist, werde ich das natürlich auch frühestmöglich per Video posten, sodass das keiner verpasst. So, genau. Kommen wir zu den Drachen. 200, 250, 250, 300 und 500. Das waren irgendwas mit 2000 Draken. Ich hatte es vorne im Kopf, aber ist egal. Rechnet es euch aus. Etwas über 2000 Draken sind es. Draken ist okay. Ein paar Schlüssel. Ja, das hier ist Radiant. Radiant ist, soweit ich weiß, strahlend? Ja, strahlend. Die strahlenden Sachen. Es gibt hier ein paar Klees. Da gibt es ein paar Klees, ein paar Klees. Hier gibt es nochmal 3 strahlende Edelsteinbeutel und hier gibt es nochmal 5 Flawless, ist aber glaube ich nur hier. Nee. Das sind perfekte. Es gibt 5 perfekte Edelsteinbeutel. Das ist sehr geil. Das ist wirklich viel. Perfekte. Hier gibt es. Ach, gibt's auch nochmal. Hier gibt es auch nochmal. Ein perfekten, 5 perfekte. 6 perfekte Edelsteinbeutel. 4 geschliffene. Das ist sehr geil. Dann gibt es hier. Equipment Refiner, das ist quasi, womit man etwas neu würfeln kann. Das kann man auch beim Zumpel kann man es, glaube ich, kaufen, hier oben, oder? Dann müsste hier hinten irgendwo sein. Ich finde sowas nicht. Ja, genau. 5 Edelsteine für Edler. Relativ teuer mit 50 Klees. Davon gibt es auch 3 Stück. Gut, ein paar mächtige Seelenwächter, ein paar Essenzen, ein paar Dietriche, das ist auch alles ganz interessant. Ein paar rote Essenzen, dann kommen wir zu den interessanten Sachen, fangen wir hinten an. Es gibt hier das Emote des Pendel des Volkes, heißt es auf Deutsch. Das ist das, ja, dieses komische Emote, was ich eigentlich gar nicht haben, oder was ich gar nicht haben möchte. Wo war das? Frag mich jetzt nicht, wo das genau war. Ja, das hier, wo man quasi mit der Lampe hier ein bisschen am Rumhampeln ist. Das kann man sich denn. Das ist wunderschön, das Emote. Das ist wundertoll, ja. Wow, es ist, ich liebe es. Ich könnte kotzen. Auf jeden Fall. Oh. Das Emote gibt es am Ende. Permanent. Dann gibt es tatsächlich, was wieder sehr geil ist. Tada, es gibt eine 40% Rune an Lebenspunkten. Die hat einen Wert von 56.000 Draken. Das ist verdammt viel. Und da gibt es hier noch einen Walross, ein zufälliges und ganz unterschiedliches and always eine Mighty Rune of Vigor. Das ist eine Schadensrune für den Kopf oder für das Amulett. Eine 30% Rune. Die ist auch einiges wert. Ich weiß gerade nicht wie viel, aber
Ah, nee, die ist ja keine 56.000 Drachen mehr wert, die ist ein bisschen weniger wert, das haben sie runtergesetzt. Auf jeden Fall ist sie einiges an wert. Kann man sich ja mal ausrechnen, kann ja mal einen in die Kommentare schreiben, ist einiges wert. Und hier gibt es auch eine 30% Rune. Ja, auch ganz interessant ist tatsächlich ein Schmelzofen, der zwar Anführungszeichen auch begrenzt ist, aber für 90 Tage kann man sich das mal ganz gerne gönnen. Das ist auch ganz cool. Guti, das war es soweit zu dem Testserver. Ich freue mich gerade auf dieses Großwildjagd-Event. Ich muss es noch dieses blöde, beschissene Helios-Event zu Ende spielen. Einfach wegen dem Amulett, was am Ende tatsächlich sehr geil ist, weil man kann das aufwerten. Das habe ich aber schon mehrmals erzählt. Ansonsten guck einfach in den anderen Videos. Ja, das muss ich noch zu Ende spielen und dann kann ich mich mal ein bisschen um die PvE-Season kümmern, beziehungsweise kann schon mal hier für Schlüssel fahren. Man braucht übrigens Schlüssel dafür. Die Schlüssel des Heldenmuts, also quasi die. Die muss man am besten vorfarmen. Gut, ich würde sagen, viel Spaß euch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dann, macht es gut. Ciao!